Es ist immer ziemlich problematisch, eine Leiche in einem Stück zu transportieren. Angeblich ist die beste Methode die, die Leiche in 6 Teile zu schnippeln. Dann packt man sie schön zusammen. Würden Sie mir freundlicherweise sagen, wer Sie sind? Wenn ihr dann 6 Teile habt, dann müsst ihr sie irgendwie loswerden. Es bringt nämlich nichts, sie in der Tiefkühltruhe zu lagern, wo man sie dann findet, klar? Ich habe gehört, am effektivsten wäre es, sie an Schweine zu verfüttern. Man muss die Schweine vorher ein paar Tage hungern lassen und schon stürzen sie sich auf so eine zerhackte Leiche wie ein Besoffener auf einen sauren Hering. Ihr solltet aber vorher euer Opfer rasieren und ihm die Zähne rausschlagen, um die Verdauung der kleinen Schweinchen zu schonen. Okay, ihr könnt es natürlich auch hinterher machen. Aber Schweinescheiße zu sieben ist ja doch nicht so schön, oder? Die beißen sich durch Knochen durch wie durch Butter. 16 Schweine sind Minimum, um sowas in einem Rutsch zu erledigen. Also Vorsicht ist immer angebracht bei denen, die eine Schweinefarm haben. 16 Viecher beseitigen eine Leiche von 200 Pfund in etwa 8 Minuten. Das bedeutet, dass ein einziges Schwein pro Minute 2 Pfund rohes Fleisch vertilgen kann. Daher wahrscheinlich auch die Redensart, gierig sein wie ein Schwein.